Nun haben wir Silke Koch hier, die auch für den Stadtrat in Mannheim kandidiert, auf dem Listenplatz 5. Und Silke, du würdest dich für die Familien und Kinder einsetzen. Was sind deine konkreten Umsetzungspläne oder Forderungen? Also bevor ich zu den Forderungen komme, ich bin 57 Jahre alt, kandidiere für den Platz 5 und war 15 Jahre lang Tagesmutter. Deswegen liegt mir dieses Thema natürlich sehr am Herzen, weil ich die Probleme kenne von Tagesmüttern. Ich habe auch selbst zwei Kinder, habe eine Enkelin. Ich bin eben Mutter und das liegt mir sehr am Herzen. Es gab damals schon zu wenig Kindergärten, wo meine Kinder klein waren. Und leider hat sich bisher nicht viel geändert in Mannheim. Es fehlen ohne Ende Kindergärten, Schulen, Horte. Überall fehlt es und hakt es. Und es wird einfach nicht mehr gebaut, obwohl man in Modulbauweise eigentlich mehr bauen könnte und schneller bauen könnte. Siehe Ludwigshafen zum Beispiel, muss ich leider sagen. Da geht es schneller. Ich verstehe nicht, warum das hakt. Natürlich brauchen wir auch Kindergärtnerinnen. Da muss auch was getan werden. Die müssen einfach besser bezahlt werden. Es muss mehr gefördert werden. Es muss mehr ausgebildet werden. Und der Beruf muss einfach attraktiver gemacht werden. Auch die Lehrer müssen natürlich auch der Beruf muss attraktiver. Also es muss mehr getan werden für die Kinder einfach. Also mehr Geld investiert werden für den Ausbau von Krippeplätze, für die Bildung generell. Also du würdest den Satz dann also mitgehen, statt Fahrradwege in Peru lieber das Geld hier in unserem Land investieren, in unsere Kinder und Bildung. Absolut. Und vor allen Dingen, dass die auch Fahrrad fahren lernen, weil ich fahre gern Fahrrad, muss ich leider sagen. Oder Gott sei Dank, weil ich fahre einfach gern Fahrrad und auch die Kinder sollten auf jeden Fall zum anderen Lernen vielleicht auch schwimmen und Fahrrad fahren lernen. Wichtig. Schwimmunterricht ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der wird ja immer weiter zurückgehen. Freibäder werden nicht mehr richtig saniert oder werden geschlossen. Personalmangel oder auch, weil das Geld eben fehlt. Oder weil sie unsicher sind. Das ist so ein anderer Punkt. Genau. Aber die AfD-Fraktion würde sich dann für die Sanierung auch von Freibädern einsetzen, oder? Auf jeden Fall. Sind ganz wichtig. Eben Schwimmen lernen ist auch ganz wichtig. Neben Fahrradfahren, Lesen und Schreiben. Also, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Familienpolitik wollt, dann wählt Silke Koch 3 Stimmen auf dem Listenplatz 5 hier in Mannheim.